Ja, einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Online-Seminar von GLS Investments und Finanzen.net begrüßen. Mein Name ist Felix Kästner. Ich werde Sie heute als Moderator durch das Webinar begleiten und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, um mehr über ein, wie ich finde, wirklich spannendes Thema zu erfahren. Es geht heute um nachhaltige Geldanlagen bzw. um die Frage Luxus oder lohnenswert. Angesichts der Energiekrise sind ja zum Beispiel erneuerbare Energien und generell, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und auch in den Fokus von Anlegerinnen und Anlegern gerückt. Ja, nachhaltige Investments, die einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten, die sind zwar schön und gut, aber die Frage, die beim Thema Geldanlage ja immer auch im Vordergrund steht, ist ja auch die Frage nach der Rendite. Lohnen sich nachhaltige Investments also für Sie als Anleger? Und wenn ja, welche? Antworten darauf bekommen wir heute hoffentlich von unseren beiden Referenten, die ich nun auch ganz herzlich begrüßen darf, Franziska Peter und Ludwig Ralf. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid. Vielleicht möchtet ihr euch unserem Publikum einmal ganz kurz vorstellen. Franziska, vielleicht machst du den Anfang. Ja, vielen herzlichen Dank und willkommen von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir heute hier sein dürfen. Stell mich gerne kurz vor. Mein Name ist Franziska Peter. Ich habe schon 2011 beruflich in der GLS Bank gestartet und bin dann 2018 nach Studium und sonstigen Weiterbildungsstationen im Investmentfondsbereich eingestiegen. Und seit 2021, letztes Jahr, sind wir als eigene Tochter unterwegs, die sich eben als GLS Investments um die nachhaltigen Investmentsfonds kümmert. Und ich komme da aus dem Team Angebotsmanagement, nennt sich das. Das umfasst klassischerweise das Produktmanagement, also vertragliche Fragen, regulatorische Fragen, die Ausrichtung der Angebote, aber natürlich auch so alle Partnerinnen und Partner, die so mit Fonds zusammenhängen, die gut zu betreuen. Ja, so wie im Prinzip vertriebliche Fragestellungen. Das wird bei uns im Team bearbeitet und ich habe mich zuletzt sehr intensiv mit einer Kooperation beschäftigt zu einer mit einer anderen nachhaltigen Bank. Alles klar, danke Franziska. Dann würde ich dich, Ludwig, ebenfalls bitten, ein paar Worte über dich zu sagen. Ja, vielen Dank. Erstmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Ludwig Ralf, ich bin 51 Jahre alt, bin seit mittlerweile 28 Jahren im Bankgeschäft tätig, habe klassisch bei der Dresdner Bank seinerzeit die Ausbildung gemacht, bin 2011 über mehrere Umwege und verschiedene Institute zur GLS Bank gekommen, habe dort 11 Jahre oder 10 Jahre lang im Vermögensmanagement gearbeitet, habe vermögende Privatkunden, Stiftungen, institutionelle Kunden beraten. Und habe dann im letzten Jahr einen Perspektivwechsel in die Tochtergesellschaft, in die GLS Investments gemacht. Habe jetzt auch wieder die Aufgabe, mit Kunden arbeiten zu dürfen, was mich freut. Meine Aufgabe besteht hauptsächlich jetzt darin, ein Partnernetzwerk von Banken aufzubauen, die auch Lust haben, unsere Fonds, unsere Produkte ihren Kunden anzubieten. Und abteilungstechnisch, teamtechnisch arbeite ich mit Franziska zusammen. Wir sind beide im Team Angebots Management. Alles klar, danke Ludwig. Ja, bevor wir jetzt direkt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis an das Publikum. Wenn Sie Fragen haben oder wenn während des Vortrags Fragen entstehen, dann können Sie uns die gerne während des Seminars über die Chat-Funktion stellen. Und im Anschluss an den eigentlichen Vortrag gibt es noch eine Fragerunde, in der ich Ihre Fragen dann anonymisiert an die Referenten stellen werde. Okay, Franziska, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich übertrage dir mal die Moderatorenrechte. Das müsste in diesem Moment geschehen sein. Ja, so. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Vortrag. So, jetzt müsste die Ansicht auch stimmen. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen. Was haben wir jetzt vor mit Ihnen innerhalb der nächsten ja, guten 40 Minuten? Der Titel ist ja so ein bisschen Nachhaltigkeit als Luxus, lohnen sich nachhaltige Investmentfonds? Da wollen wir drauf gucken. Die Vorstellungsrunde haben wir schon hinter uns gebracht, von daher kann ich das überblättern. Was ich nicht überblättern kann, ist an der Stelle der Hinweis und Gruß aus der Compliance-Abteilung, dass wir hier natürlich keine Anlageempfehlung aussprechen, sondern eine Informationsveranstaltung durchführen.
Schauen wir uns einmal an, so vom Bild, was viele mit Nachhaltigkeit verbinden. Nachhaltigkeit ist teuer. Also vielleicht nur für eine bestimmte Gruppe an Menschen, die sich das leisten können. Nachhaltigkeit, das muss man sich leisten können. Und wir kennen das vor allem so aus den Bereichen Lebensmittel, ja, biologische Landwirtschaft, wo, glaube ich, jede schon mal im Supermarkt stand und den Preisunterschied gesehen hat. Das kann man weiterführen auf ökologisch hergestellte Kleidung oder fair produzierte Sachen. Auch im die Frage beim Energiesegment, ja, also ist der Ökostromanbieter teurer als die gängigen Stadtwerke. Das heißt, es ist bei Nachhaltigkeit immer Teil der Diskussion. Und wir wollen uns das heute mal für Investmentangebote angucken. Ist das etwas, was sich alle leisten können? Oder handelt es sich in Anführungszeichen auch hierbei um ein Angebot, was nur ja für einen Kreis bestimmt ist, der sich das leisten können muss? Und wenn wir das aufbröseln für Investmentangebote, dann sollten wir doch nachher folgende Fragen beantworten können. Also wir haben ja zwei Seiten letztendlich. Das einmal ist die Seite der Performance, wo sich also dann die Frage gestellt haben, nachhaltige Angebote eine bessere oder eine schlechtere Performance als, ich sage jetzt einfach mal, konventionelle Angebote. Und da kann ich mir natürlich zwei Sachen angucken. Also das eine ist die Risikoseite, ja, also ist das Risiko höher oder geringer und ebenfalls die Ertragsseite, ist es höher oder geringer. Und von der Idee her natürlich so ein bisschen die Fragestellung, also das wäre ja dann eben ein Luxusgut, wenn ich weiß, dass ich eben auf Rendite verzichte, weil es mir wichtig ist, in ein nachhaltiges Angebot zu investieren. Das heißt, im besten Fall haben wir nachher Antwort auf diese Frage. Oder zumindest ein Gefühl dafür, was ich mir dabei angucken muss. Die andere Seite, das ist natürlich dann so die Kostenseite. Also ist Nachhaltigkeit per se jetzt erstmal teurer oder günstiger, wenn ich das mit konventionellen Angeboten vergleiche. Immer dann, wenn wir über Kosten sprechen, haben wir natürlich auch diese Diskussion, ja, aktiv, passiv. Aktive Angebote sind teurer als passive Angebote, aber wir wollen jetzt natürlich mal drauf gucken, okay, auch bei aktiven Investmentfonds, da die Unterscheidung zwischen nachhaltig und nicht nachhaltig, sehen wir da Preisunterschiede und das Gleiche kann ich mir bei passiven Fonds natürlich auch nochmal angucken. Bevor wir das machen, wollen wir ein bisschen einen Einblick geben, weil was ja beim Investieren letztendlich auch immer die Frage ist, ist, zu welchem Zeitpunkt steige ich denn da eigentlich ein? Und jetzt kommen wir ja hier zusammen zu einem sehr, naja, abenteuerlichen, turbulenten Zeitpunkt. Und deswegen können wir das natürlich nicht so ganz außer Acht lassen. Und Ludwig hat jetzt einmal den Themenblock der aktuellen Marktsituation da mitgebracht. Ja, vielen Dank, Franziska. Du hast es ja schon angesprochen. Also wir haben tatsächlich eine, ja, ich sag mal, jeder von euch, der jetzt dabei ist, von Ihnen, Sie werden das merken, das ist eine besondere Situation. Und ich habe mal zwei Charts mitgebracht zu diesem Zwecke, um einfach mal darzustellen, ja, wie sieht die Situation im Moment aus? Und wir haben auf der linken Seite einen Chart, der die 10-jährige Bundesanleihe im Verlauf der letzten 30 Jahre mal darstellt, und zwar die reale jährliche Rendite plus die Inflationsrate. Wir sprechen da von der deflationierten Inflationsrate und sehen einfach, das ist ein Ausschlag nach unten, den haben wir so in den letzten 30 Jahren nicht gehabt. Also auf der festverzinslichen, auf der Rentenseite eine sehr, sehr extreme Situation, wie wir sie so noch nicht hatten. Auf der rechten Seite die letzten 30 Jahre einfach mal dargestellt, wie war die jährliche Realrendite beim DAX. Auch da nochmal drauf gesattelt, inklusive der Inflation. Und auch da sehen wir im Moment die Situation, dass wir im Grunde genommen im tiefroten Bereich sind. Ja, das heißt, wir haben ein sehr, sehr negative Performance auf der Renten-, auf der Zinsseite und auf der DAX-Seite. Also eine Situation, die wirklich sehr außergewöhnlich ist. Jetzt kann man ja mal sagen, okay, das ist die Situation. Wir haben immer extreme Situationen gehabt und
Hier möchte ich einfach mal, das ist jetzt vielleicht im Moment sehr erschlagend, die vielen Zahlen, die man sieht, aber das möchte ich dann gleich nochmal ein bisschen einfacher darstellen. Aber das können Sie sich auch abrufen auf der Seite vom Deutschen Aktieninstitut. Der eine oder andere kennt das vielleicht von Ihnen auch, wo man einfach mal abgebildet hat, was habe ich mit Aktien, in diesem Fall mit DAX-Werten, verdienen können, wenn ich dort investiert war, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestiegen bin und zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft habe. Hier ist einfach mal der Zeitpunkt rausgegriffen. Wären Sie 1996 in DAX-Aktien eingestiegen und hätten Sie bis 2013 gehalten, dann hätten Sie im Durchschnitt eine jährliche Rendite von 7,3% gehabt. Einfach nur, um einen Wert mal zu erklären, was hier dargestellt wird. Wenn man das ein bisschen einfacher und sozusagen greifbarer machen möchte, dann habe ich eine nächste Folie mitgebracht, wo Sie mal sehen können, was heißt das dann, in Aktien zu investieren und was macht Langfristigkeit in diesem Zusammenhang aus? Und da können Sie sehen, wenn wir jetzt mal gucken auf dem, Sie sehen auf der unteren Achse die Anlage, der Anlagezeitraum in Jahren. Und wenn Sie da mal schauen, bei den 20 Jahren, wenn Sie 20 Jahre investiert gewesen wären in Aktien vom DAX, dann würde das bedeuten, dass Sie im schlechtesten Fall 3,8% Rendite pro Jahr erzielt haben, im besten Fall 15,2% und im Durchschnitt kommen Sie dann ungefähr auf knappe 9%. Und je länger Sie den Betrachtungszeitraum machen, umso geringer wird sozusagen auch die Differenz zwischen maximaler und minimaler Rendite. Und das ist ein weiterer Beleg dafür, dass Sie Aktien immer langfristig sehen sollten. Und langfristig in dem Zusammenhang muss man tatsächlich sagen, eher auf eine Zeitschiene 10 Jahre plus X. Warum 10 Jahre plus X? Auch das kann man hier gut sehen. Beim Anlagezeitraum von 10 Jahren konnten Sie, wenn es wirklich schlecht lief in der Vergangenheit, 1,5% Minusrendite pro Jahr erwirtschaften. Nach 15 Jahren waren Sie im schlechtesten Fall aber schon bei 2,3% per anno. Das heißt, irgendwo zwischen 10 und 15 Jahre hatten wir zumindest, was die Vergangenheit angeht, die Situation, da war der, ich nenne es mal Break-Even-Punkt. Das heißt, da konnten Sie zumindest in der Vergangenheit nicht mehr negativ performen, wenn Sie dann länger als vielleicht 12, 13 Jahre investiert waren. Und das soll eigentlich auch die Kernbotschaft sein und soll hier dargestellt werden. Je länger Sie investiert bleiben, umso, sag ich mal, sicherer ist Ihnen eine positive Rendite. Je kürzer, umso extremer sind die Ausschläge. Weil das sehen Sie ganz links. Ja, auf einer Zeitachse von 20, 30 Jahren konnten Sie im Extremfall über 40% Minus in einem Jahr machen und im positiven Extremfall über 80% Plus. So, und das, glaube ich, rundet so ein bisschen das Bild ab. Wenn wir jetzt nochmal, ich habe noch eine dritte Darstellung mitgebracht, da möchte ich einfach mal zeigen, wir haben in der Vergangenheit schon immer irgendwelche Krisen gehabt, wir haben Bärenmärkte gehabt, wo die Börsen sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Und hier sind mal aus den letzten 30 Jahren die, ja, ich sag mal, stärksten Beispiele dargestellt. Wenn wir zum Beispiel das Jahr 2000 nehmen, da hatten wir das Platzen der Dotcom-Blase im März 2000. Dann kam 2001 die Anschläge mit den Flugzeugen in Amerika. Und wenn man sich das anschaut, es war ein Zeithorizont von mehr als 3 Jahren, wo die Märkte nur nach unten gelaufen sind. Sie haben 73% verloren, haben aber nach 88 Monaten, also keine 10 Jahre, sondern kürzer, schon wieder den Punkt erreicht, wo Sie kurz vorm Absturz standen. Auch das ein Beleg dafür, wenn ich durchhalte, wenn ich langfristig investiert bleibe und solche Schwächeperioden, solche katastrophalen Marktsituationen aussitzen kann, dann sollte ich das machen, weil die Märkte erholen sich. Sie brauchen mal länger oder auch kürzer. Das jüngste Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die
Corona-Krise und der Lockdown, den wir im Februar 2020 hatten, wo die Märkte auch mal um knapp 40% abgestürzt sind, man muss es ja so sagen. Aber die waren nach 9 Monaten schon wieder dort, wo sie vor dem Absturz standen. Also auch da zeigt sich nochmal, dass das nicht berechenbar ist. Man kann nicht sagen, es dauert immer so und so viele Monate. Aber man kann auf jeden Fall sagen, wenn Sie genug Atem mitbringen und Zeit haben, das auszusitzen, dass es sich lohnt. Genau, dann möchte ich wieder an Franziska übergeben. Jetzt haben wir einmal geguckt auf die aktuelle Marktlage. Das hat ja jetzt noch nicht so viel damit zu tun, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig ich anlegen möchte, sondern das ist jetzt ja erstmal so der allgemeine Rahmen, in dem ich mich da bewege. Und jetzt möchte ich den Versuch unternehmen, einen Einblick in den nachhaltigen Geldanlagemarkt zu geben. Das heißt, mal darauf zu gucken, von welcher Seite, also wie groß oder klein ist der eigentlich? Von welcher Seite kommt da auch das Interesse? Und naja, wie ist denn auch so der Ausblick? Also von wo kommt denn da vielleicht auch eine Befeuerung oder vielleicht auch eher eine Abschwächung, was wir entsprechend erwarten können in der nächsten Zeit? Und vielleicht so mit der, ich sag mal, noch relativ einfachen Frage begonnen, wie haben sich denn eigentlich die nachhaltigen Anlageformen entwickelt in den letzten Jahren? Und was wir einfach sehen, ist, dass da eine sehr, sehr hohe Dynamik drin ist. Ja, also insbesondere der Publikumsfondsbereich ist jetzt nochmal um 130% von 2020 auf 2021 gewachsen. Und wir sehen, dass es halt einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik im Markt ist, die auch klar von Privatkundinnen und Privatkunden befeuert wird. Also die Nachfrage, natürlich gibt es hier auch, das sind sozusagen die gelbe Balken. Es gibt auch ja Mandate und Spezialfonds, wo dann also eher vielleicht auch institutionelle Investoren drin sind, aber so gemeinhin kann man schon sagen, dass die Privatanlegerinnen und Privatanleger da eine sehr treibende Kraft sind. Und das ist insofern nochmal besonders, als dass, wenn wir uns den Gesamtmarkt angucken, das meiste Geld von institutionellen Investoren kommt. Und vielleicht mal auch eingeordnet auf den Gesamtblick, also jetzt bei Publikumsfonds sind es ungefähr 16%, die nachhaltige Investmentfonds jetzt ausmachen. Und das ist natürlich immer noch der geringere Teil. Aber wenn man sieht, wo wir 2006 standen, dann kann man da einfach sagen, dass da ein enormes Wachstum drin ist. Und wenn wir uns den Gesamtmarkt angucken, dann wachsen zwei Bereiche. Das ist einmal das Thema ETF und es ist das Thema nachhaltiges Investieren. Das ist das, wo wir gerade Wachstum sehen. Das heißt, was wir ganz klar haben, ist eine Nachfrageorientierung zu nachhaltigen Angeboten. Und das wird man auch sehen, wenn Sie mal Fernsehen gucken sollten und die Werbung läuft und die Banken oder Asset Manager dort Werbung platzieren, dann gibt es eigentlich keine Werbung mehr, die nicht sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Ob das das Thema, und dann hört man eben so Wörter wie ESG, Impact Investing, CO2-Bilanzen bei Anlageformen, das sind so die Themen. Das heißt, diese Nachfrage wird natürlich gesehen vom Markt und entsprechend auch mit Angeboten beantwortet. Also alle Anbieter heutzutage haben nachhaltige Investmentfondsangebote im Angebot, weshalb es auch entsprechend schwierig ist, im Zweifel da zu einer gescheiten Unterscheidung zu kommen, also sich der Frage zu stellen, naja, was ist denn jetzt ein guter, nachhaltiger Investmentfonds und was ist denn nicht? Wo habe ich denn das, was ich eigentlich mir darunter vorstelle, auch in einem Portfolio? Und das wollen wir natürlich noch im Verlauf, da wollen wir noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie man sich da vielleicht auch aufstellen kann, wie man sich das angucken kann. Jetzt ist die Aussage, dass es immer mehr nachhaltige Angebote gibt, eigentlich eine ganz gute Überleitung. Nämlich das eine ist jetzt, wir sehen also eine verstärkte Nachfrage, ganz klar nachfrageorientiert. Wir haben aber auf der anderen Seite noch eine Befeuerung, warum es mehr Angebote gibt. Und das sind politische Rahmenbedingungen, die hier gesetzt werden. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen in den
in den Banken, Asset Managern können das Thema Regulatorik nicht gut hören und rollen die Augen, wenn man damit anfängt. Deswegen möchte ich da gar nicht so tief einsteigen, weil es doch sehr komplex ist. Aber so diesen Grundzusammenhang mal zu verstehen, weil hier hat die EU folgende Möglichkeiten. Also die Bestrebung der EU, dass sich die Wirtschaft nachhaltiger ausrichtet, also sozusagen hin zu einer nachhaltigen Transformation, die kann sie hier auf unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Das eine ist relativ simpel, sie reguliert die Wirtschaft einfach direkt. Ja? Es dürfen keine Plastiktüten mehr angeboten werden oder wenn, dann muss dafür bezahlt werden. Der Verbrennermotor darf nur noch bis 2000 sowieso produziert werden. Das sind ja ganz klare Eingriffe in den, direkt in den Wirtschaftsbereich. Die passieren auch, aber die EU hat sich eben auch darüber hinaus überlegt, okay, wir gehen mal einen indirekteren Weg. Wir regulieren die Finanzprodukte. Das heißt, die Banken und Asset Manager sind hier in der Verantwortung, diese Regulatorik letztendlich umzusetzen. Aber weil die diese Anforderungen ja an die Wirtschaft weitergeben, wird sich die Wirtschaft auch dahingehend verändern, sich nachhaltiger auszurichten, sich zu transformieren. So erstmal so diese ganz grundsätzliche Idee. Und das haben wir in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr in massiver Weise in der Finanzindustrie erlebt, dass diese Regulatorik in Kraft getreten ist. Und vielleicht so ein ganz grobes Pro und Contra. Also erstmal der Ansatz, hier zu einer Standardisierung zu kommen, zu einer Nachvollziehbarkeit, ist mit Sicherheit ein unterstützenswerter. Denn von Nachhaltigkeit finden wir keine klare Definition und wir finden sie dann erst recht nicht in dem Moment, wo sie von einem nachhaltigen Investmentfonds sprechen. Und da hat die EU eben den Versuch unternommen, genau das zu machen. Was darf denn eigentlich in so einem nachhaltigen Investmentfonds drin sein und was nicht? Das heißt hier so die Verhinderung von Greenwashing. Ich kann einfach alles drauflabeln und alles reinpacken und es merkt schon keiner. Da sozusagen auch eine Hürde zu setzen und damit Klarheit für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen, denen das Thema wichtig ist. Jetzt ist es aber so, die EU ist ja nun mal ist ja nun mal ein Politikbetrieb und diese politischen Entscheidungen spiegeln sich auch in der Regulatorik wider. Und da fehlt es dann teilweise an einer wissenschaftlichen Grundlage. Das haben wir sehr, sehr stark bei dem Bereich Gas und Atomenergie gesehen, ne? Welche Länder sich da wie aufgestellt und wie positioniert haben. Das hatte ja jetzt wenig mit der eigentlichen Fragestellung zu tun, ist das jetzt gut oder schlecht? Die Diskussion ist ja jetzt auch nochmal neu entflammt im Zuge der Energiekrise, sondern sie hatte erstmal ganz, ganz viel damit zu tun, welche Länder profitieren denn eigentlich davon, wenn ich bestimmte Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe. Das nächste ist aber, dass es ein sehr datengetriebener Ansatz ist und die Daten fehlen einfach überwiegend. Das heißt, dass sich die Finanzindustrie da gerade vor seiner Aufgabe sieht, ja, Daten zu reporten, die die Unternehmen aber irgendwie noch gar nicht haben. Und dahingehend bleibt eine Regulierung auch ein Stück weit hinter ihren Transparenzansprüchen zurück. Die Regulatorik ist so komplex, dass ich vermuten würde oder dass es zumindest einen großen Zweifel daran gibt, ob sie jetzt wirklich einen Mehrwert bietet für Kundinnen und Kunden. Also im Prinzip ist so ein bisschen die Vorstellung, Kundin setzt sich hin und der referiert erstmal über ihre ja, Nachhaltigkeitspräferenzen, was sie eigentlich so möchte. Und dann kommt die Beratung und sagt, ja, dann habe ich hier das perfekte Angebot für dich. Und das ist doch zumindest mal mit einem Fragezeichen zu versehen, ob das so aufgeht. Darüber hinaus haben wir bisher eine Regulierung auf der ökologischen Ebene, nicht auf der sozialen. Das liegt auch daran, dass es zumindest erstmal leichter fällt, hier Daten sich vorzustellen. Ja, also gerade was jetzt so CO2 angeht, ist die Abdeckung schon ganz gut. Bei Biodiversität wird es dann aber schon kritischer und bei den sozialen Themen haben wir dann ein ganz großes Fragezeichen, wie wir das eigentlich machen sollen. So, das heißt, das ist das, was irgendwie gerade passiert und da ist ganz viel Unsicherheit drin und Unmut und natürlich beschweren sich, ist ja auch eigentlich immer so, wenn was reguliert wird, beschweren sich erstmal alle. Aber wir haben natürlich trotzdem auch eine gewisse Befeuerung wieder, dadurch,
dass da drauf geguckt wird, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, wie darfst du das deklarieren? Und ja, schon auch der Versuch gewagt worden ist, da inhaltlich auch einzugreifen, mit Mindestausschlüssen, die eingehalten werden müssen, sodass so die Annahme, die Unternehmen, die sich da entsprechend gut aufstellen, auch eben mit mehr Zuspruch eben rechnen dürfen. Jetzt haben wir hier also die Politik als rahmengebende Befeuerer sozusagen hin zu nachhaltigen Angeboten. Wir haben sie aber noch in einer ganz, ganz anderen Rolle, die ich jetzt einmal kurz ausführen möchte. Und das ist sozusagen in der Funktion, wo sie Kapital auf den Markt gibt. Da haben wir den Green Deal, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber da sind natürlich genau die Felder drin, die Sie im Zweifel in nachhaltigen Angeboten dann auch finden, nämlich gesündere Verkehrsformen, die Dekarbonisierung, gerade im Energiesektor ist ein riesengroßes Thema und jetzt natürlich auch ein sicherheitsrelevantes Thema geworden. Und da werden eben bis 2050 10 Billionen Euro investiert, sodass da einfach in Markt, wo eben nachhaltige Angebote häufig agieren, viel Geld reingebracht wird. Und auch Herrn Biden ist es ja gelungen, in diesem Jahr dann das Inflationsbekämpfungsgesetz durchzusetzen. Zwar nicht so groß, wie er das eigentlich vorhatte, aber es sind trotzdem 430 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre. Und der große Teil davon geht in Energiesicherheit und Klimaschutz, über 300 Milliarden Euro. Also auch von der Seite kommt einfach Geld entsprechend rein. Wenn ich jetzt also mir dann sozusagen das Zwischenfazit da an der Stelle erlauben darf, hat nachhaltiges Investieren eine Zukunft, dann muss man da sehr klar Ja sagen von den Faktoren, die wir gerade gehört haben. Wir haben natürlich auch darüber hinaus die Situation, dass Unternehmen, die das ignorieren, mehr und mehr auch wirklich vom Geschäftsfeld bedroht sind, weil Umweltschäden, Umweltskandale inzwischen mit sehr viel größeren Reputationsschäden da auch belegt sind. Und das nächste ist, finanziell gesehen, das ist auch Teil der Regulatorik. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Teil bei Angeboten gemacht, aber Banken müssen diese Nachhaltigkeitsrisiken, die in Geschäftsmodellen stecken, zukünftig auch einpreisen. Das heißt, die Kreditvergabe, davon kann man auch ausgehen, wird teurer werden. Es wird teurer werden für diese Unternehmen, sich zu refinanzieren. Und das ist natürlich dann der Moment, wo Kursverluste drohen könnten. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, alles schön gut, wir haben die Notwendigkeit verstanden. Wir sehen sozusagen, auf welchen Seiten Druck in diesen Markt kommt, wer da Player ist. Wie kann man das jetzt umsetzen in nachhaltigen Investments? Ja, da übernehme ich dann wieder das Ruder. Vielen Dank, Franziska. Ja, wie setzt jetzt, wie kann man es umsetzen? Und wie setzen wir es speziell als GLS Investments um? Tatsächlich ist es so, wenn man sich am Markt umschaut, was sind nachhaltige Anlagen, gerade im ETF oder im Fondsbereich und wonach sind die nachhaltig, wie machen die das Ganze, dann sehen wir häufig eine als Grundlage einen Index, der dem ganzen Investment zugrunde liegt. Man geht dann her und hat verschiedene Scoring-Systeme über verschiedene Rating-Agenturen, die Unternehmen, die in den Indizes drin sind, bewerten. Da kommt die Schwierigkeit hinzu, dass jede Ratingagentur andere Parameter hat. Das heißt, es kommen tatsächlich bei einem und demselben Unternehmen, bei verschiedenen Ratingagenturen unterschiedliche Nachhaltigkeitswerte raus. Nichtsdestotrotz kommt dann ein gewisses Score-Ergebnis raus und diese Unternehmen werden dann in einen Fonds gepackt, sei es ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds. Und wir haben dann ein nachhaltiges Finanzprodukt. Das ist das, was man, ich sag mal, vermehrt größtenteils am Markt findet. Es gibt ein paar, sag mal, Unternehmen, die das etwas anders machen. Eines davon sind wir und diesen Prozess, wie wir das machen, wie wir die Nachhaltigkeit sehen und wie wir Unternehmen finden, das möchte ich Ihnen kurz darstellen. Am Anfang vielleicht auch ein paar Worte zur Historie bei uns. Wir haben es am Anfang gesagt, wir sind erst letztes Jahr
sozusagen eigenständig und ausgegründet worden. Das Fondsgeschäft gibt es aber schon länger in der GLS Bank. Die ersten Erfahrungen haben wir 2010 gemacht. Der eine oder andere kennt vielleicht den Fairworld-Fonds, wo wir seinerzeit mitgewirkt haben. Wir haben dann 2013 unseren allerersten eigenen Fonds aufgelegt, den GLS Bank Aktienfonds, und haben den ganz eigenständig aufgelegt, also ganz alleine, machen alles auch bei uns im Haus. Das werden Sie nachher nochmal sehen. Wir haben dann 2015 einen alternativen Investmentfonds, den Mikrofinanzfonds, aufgelegt mit der Frankfurt School zusammen. 2017 folgte dann der Klimafonds, ein Mischfonds, Aktien, Renten im Verhältnis 30 zu 70. Vom Thema her, der Name sagt eigentlich schon alles. Es geht darum, Unternehmen und Länder dort drin zu haben, die das Thema Klima in den Vordergrund stellen. Dann haben wir einen zweiten Aktienfonds aufgelegt, 2018, in Kooperation. Aber wir machen auch dort das Fondsmanagement. Und ganz aktuell in diesem Jahr haben wir das Advisory, das Management für zwei Fonds von der BFS Bank übernommen. Und das eine ist ein reiner Rentenfonds, ein Green Bond Fonds, und das andere ist auch wieder ein Mischmandat mit dem Mischverhältnis 30 Aktien, 70 Renten. Das ist im Moment die Historie. Das wird sicherlich noch weitergehen. Wir werden weitere Dinge entwickeln mit einem sehr, sehr strengen Nachhaltigkeitsverständnis. Und darauf möchte ich jetzt noch mal etwas näher eingehen. Es gibt im Grunde genommen zwei Dinge, die uns grundlegend unterscheiden von anderen Mitbewerbern am Markt, wenn es darum geht, was heißt für uns Nachhaltigkeit, wie leben wir das und was unterscheidet uns. Und ein Unterscheidungsmerkmal ist die Transparenz, die wir bei dem Ganzen an den Tag legen. Zum einen kann jeder bei uns nachgucken, was sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, wonach richten wir uns aus, was wollen wir dort in diese Fonds reinbringen für Unternehmen, in welchen Geschäftsfeldern sollen die tätig sein, aber auch in welchen Geschäftsfeldern soll die nicht tätig sein. Was das im Einzelnen ist, gehe ich später nochmal etwas näher drauf ein. Schon, sage ich mal, von unserer Muttergesellschaft her haben wir natürlich das Thema Transparenz auch mitgenommen. Unsere Muttergesellschaft geht schon her, also die GLS Bank, und veröffentlicht zum Beispiel alle Kredite, die vergeben werden. Das heißt, jeder Kreditnehmer wird genannt, namentlich, mit welcher Summe und wofür er das Geld braucht. Einfach um Vertrauen zu bilden, damit die Kundinnen und Kunden wissen, was passiert mit ihrem Geld bei der Bank. Und das Gleiche haben wir uns überlegt, als wir Fonds aufgelegt haben, als wir mit dem ersten Fonds, den GLS Bank Aktienfonds, angefangen haben, haben uns überlegt, okay, wie können wir diese Transparenz und diese Vertrauensbasis, wie können wir die übertragen auf den Anlagebereich? Und die Idee war, dass wir neben einem Halbjahresbericht und Jahresbericht, das muss ja jeder machen, da sind auch wir zu verpflichtet, dass wir sagen, das ist uns aber nicht genug. Wir wollen unseren Kunden sagen, in welche Unternehmen sind wir investiert und warum. Und genau dieses Warum, das machen wir mit diesem Investitionsbericht, den wir zusätzlich zu den schon gesetzlich verpflichteten Berichten einmal im Jahr rausgeben und wo wir alle Unternehmen auflisten, also 100% des Portfolios offenlegen und zu jedem Unternehmen sagen, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein Statement, warum sind wir in diesem Unternehmen investiert. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das sehen wir dann gleich nochmal, wenn wir weitergehen. Hier einfach mal ein Auszug aus den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen. Sie können sich das alles, wenn es Sie interessiert, auf unserer Internetseite logischerweise angucken. Es ist völlig transparent. Wir arbeiten mit ganz klaren Ausschlusskriterien und wir unterscheiden einmal Ausschlusskriterien im Bereich der kontroversen Geschäftsfelder, wo wir hier beispielhaft mal welche mitgebracht haben, aber auch kontroverse Geschäftspraktiken schauen wir uns an. Warum machen wir diesen Unterschied? Ist ganz klar, man könnte jetzt einen Fahrradhersteller nehmen, da wird man sagen, hey, ist ein super nachhaltiges Geschäftsfeld. Was ist da eigentlich schlecht dran? Ist es für die Umwelt gut? Ist es für die Menschen gut, die Fahrrad fahren, für die Gesundheit? Also wo ist das Problem? Das Problem könnte daran liegen, dass dieses Unternehmen vielleicht in einem Land produziert, wo es Kinderarbeit zulässt, wo sie vielleicht mit der Rohstoffbeschaffung ihre Zulieferer schlecht behandeln. Also deshalb ist es für uns existenziell wichtig, beides anzuschauen und
sowohl kontroverse Geschäftsfelder als auch Praktiken zu beleuchten. Des Weiteren ist es so, dass wir ganz klar sagen, Ausschlusskriterien sind für uns Ausschlusskriterien. Das bedeutet, wir lassen nicht zu, wenn wir gewisse Sachen wie Gentechnik, wie Rüstung und Waffen uns angucken, die schließen wir wirklich aus. Und das Unternehmen darf nicht noch vielleicht eine Toleranzgrenze von 5% oder 10% vom Umsatz in diesem Bereich machen. Nein, Ausschluss heißt tatsächlich Ausschluss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch diese Positivkriterien definiert, weil das weiß vielleicht auch jeder von uns, man ist schnell dabei und sagt, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber die Frage, was ich dann will, die ist immer etwas schwieriger zu beantworten. Und das beantworten wir aber in diesen Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen auch, dass wir ganz klar öffentlich machen, welche Themenbereiche, welche Geschäftsfelder und welche Art der Unternehmensführung wollen wir sozusagen unterstützen. Und das kann man, wie gesagt, alles nachlesen, auch nochmal deutlich detaillierter auf unserer Internetseite. Aber deshalb hier nur mal ein kurzer Auszug aus diesen Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen. Das Ganze machen wir dann nochmal etwas detaillierter eben, hatte ich schon gesagt, ja, mit diesen Investitionsberichten. Und auch da möchte ich einfach kurz mal zeigen, wie sieht das bei uns aus. Ich habe schon gesagt, wir legen 100% offen. Und 100% offenlegen heißt einmal, dass wir natürlich zu jedem Investitionsbericht ein paar Vorworte haben. Wir stellen die Branchenverteilung dar. Das ist ja auch, sage ich mal, gar nicht so schwierig. Das kann jeder. Aber wir gehen dann, wie gesagt, her und listen jedes Unternehmen auf und bieten zu jedem Unternehmen eine Kurzbegründung. Warum ist es in diesem Fonds drin? Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Denn nur so können Sie sich als Anlegerinnen und Anleger ja ein Bild machen, ja, warum haben die jetzt da drin investiert? Warum haben die da so und so viele Aktien gekauft? Und das ist uns einfach wichtig. Und wir schreiben natürlich auch rein, jedes Mal den Zusatz, wenn wir ein Unternehmen neu aufgenommen haben. Oder, was auch passiert, wenn wir ein Unternehmen rausnehmen aus dem Fonds. Und wenn man jetzt mal sich eine Historie, den Spaß machen würde und sagt, hey, ich will jetzt mal die letzten 5 Jahre angucken, wann war der Fonds? Wo investiert, warum und wann ist er wo ausgestiegen und warum, dann kann man das machen. Und das ist eine Transparenz, die Sie so am Markt tatsächlich im Moment nicht finden, zumindest nicht am deutschen Markt, ist mir das nicht bekannt. Aber es wäre natürlich schön, wenn andere das machen, weil damit können Sie natürlich dem Thema Greenwashing sehr gut vorbauen. Ja, wie gehen wir jetzt vor, wenn wir Unternehmen aussuchen, die dann vom Fondsmanagement in den Fonds investiert oder gebracht werden können. Da haben wir einen mehrstufigen Prozess entwickelt seit Anfang an. Und das Ganze beginnt mit einem Ideenpool. Dieser Ideenpool ist dafür da, Unternehmen zu identifizieren. Und diese Ideen suchen wir aus unseren Netzwerken, von unseren Netzwerkpartnern. Die kriegen wir teilweise von unseren Kunden gespiegelt. Und dieser Ideenpool, der wird dann sozusagen im nächsten Schritt einer Vorprüfung unterzogen. Und bei dieser Vorprüfung fallen natürlich schon Unternehmen raus. Als nächstes geht es dann weiter in die Prüfung der Geschäftsfelder und der Geschäftspraktiken. Und bei jedem dieser Vorgänge fallen natürlich weitere Unternehmen raus und werden aussortiert. Sie merken, das wird immer kleiner, was da am Ende als Essenz rauskommt. Aber die Unternehmen, die diese Prüfung überstehen, da wird ein Reporting geschrieben und sie werden dann unserem Anlageausschuss vorgelegt. Das ist ein interdisziplinär zusammengesetzter Ausschuss aus 8 Personen. Diesen Ausschuss gibt es schon seit Bestehen des Wertpapierbereichs in der GLS Bank. Und die entscheiden ganz autark über jedes Unternehmen individuell. Wird es aufgenommen oder wird es nicht aufgenommen? Brauchen wir vielleicht noch mehr Informationen, um eine Entscheidung treffen zu können? Oder wird es vielleicht unter Umständen sogar rausgenommen aus dem Anlageuniversum? Wenn das Unternehmen diese Prüfung übersteht, kommt es in das Anlageuniversum. Und hier muss natürlich eine ständige Überprüfung stattfinden. Also einmal drin heißt nicht immer drin, weil Unternehmen können fusionieren, Unternehmen können die Geschäftspolitik ändern. Das heißt, das muss man sich regelmäßig angucken. Danach findet erst die ökonomische Prüfung statt, die natürlich auch gemacht wird, damit die Fondsmanager dann im Anschluss diese Unternehmen in die Fonds aufnehmen können und dort investieren.
Ja, das Ganze bleibt natürlich auch nicht sozusagen verborgen, sondern wir werden auch immer wieder schon seit vielen, vielen Jahren von außen, ich sag mal, bewertet, begutachtet. Und das schlägt sich dann auch darin nieder, dass wir, ich sag mal, ausgezeichnet werden für das, was wir tun. Ob das jetzt der Fair Finance Guide ist, ob das das ist, was sozusagen auch von NTV erhoben wird, oder der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, eine Auszeichnung, die für eine Bank sicherlich eher außergewöhnlich ist, aber auch den haben wir schon zweimal bekommen in der Vergangenheit. Dafür, dass wir eben diese sehr, sehr kritische, ich sag mal, sehr außergewöhnliche Nachhaltigkeitspolitik betreiben. Vielen Dank, Ludwig. Ich habe ja zu Anfang gesagt, wir müssen sozusagen, wenn wir auf nachhaltige Angebote gucken, dann ein paar Fragen beantworten. Und die Antwort möchte ich natürlich nicht schuldig bleiben. Ich denke, ein paar Antworten konnten in der Zeit schon auch gefunden werden. Aber gehen wir es doch vielleicht nochmal durch. Das war so ein bisschen die Ausgangslage. Habe ich jetzt eine bessere oder eine schlechtere Performance? Und da aufgeteilt in Risiko und in Ertrag. Gucken wir uns die Risikoseite an. Was war da einfach Thema? Wir haben auf der Risikoseite, dass sich Kredite verteuern können, wenn sich Unternehmen nicht nachhaltig aufstellen, nicht nachhaltig verändern. Das Gleiche mit Reputationsrisiken, aber auch politischen Risiken, die da drin liegen, weil einfach der Druck auf die Wirtschaft auch zunimmt. Ja, und sie finden auch kaum ein Unternehmen, zumindest keine, ich sag mal, mittelgroßen Unternehmen mehr aufwärts, die keine Nachhaltigkeitsabteilung haben. Das gibt es so nicht. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich durch den Fokus Nachhaltigkeit auch den Ausschluss von bestimmten Branchen. Das ist, das muss man wissen. Ich denke, das ist auch klar. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir Ausschlusskriterien haben, dann sind diese Branchen nicht in den Angeboten vertreten. Und damit habe ich natürlich, was die Diversifizierung angeht, wenn man das so möchte, eine kleinere Aufstellung, und zumindest theoretisch ist ja Diversifikation jetzt erstmal immer gut. Also das müsste man jetzt eben miteinander abwägen. Ist es jetzt sozusagen risikoreicher, noch in Kohle investiert zu sein, oder ist es risikoreicher, dass ich eine ganze Branche einfach auch irgendwie rausnehme, ne? Also die Sache hat zwei Seiten einer Medaille, aber da es ist so, es ist ein Ausschluss. Ja, das ist ganz klar. Und wir in unseren Angeboten, das ist, denke ich, jetzt auch nochmal deutlich geworden, haben ja da einen sehr klaren Ansatz. Also wir wählen ja sehr viel aus, und damit ist es auch ganz klar ein aktiver Ansatz, zumindest jetzt erstmal von der finanztheoretischen Seite. Wir folgen nicht einfach irgendeinem Indiz hinterher, selbst wenn wir jetzt da nochmal drei Unternehmen rauswerfen, weil wir sagen, die sind jetzt nicht nachhaltig, sondern wir sind sozusagen schon in der Entstehung, in dem ganzen Prozess, ist es ein aktiver Ansatz, den wir da fahren. Wie sieht es jetzt auf der Ertragsseite aus? Die Studien, die es dazu gibt, kommen immer mal wieder zu beiden Ergebnissen. Die einen sagen, ja, Nachhaltigkeit, das ist geht mit einem Renditeverzicht einher. Die nächsten sagen, nein, geht nicht. Ist vielleicht sogar besser. Also lange Rede, kurzer Sinn, strukturell konnte weder das eine noch das andere bisher nachgewiesen werden. Und es gibt auch hier natürlich jetzt so ganz klare Branchentrends. Wenn beispielsweise die erneuerbaren Energien besonders gut laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nachhaltige Finanzangebote im Vergleich zu konventionellen besser performen, relativ hoch, weil da einfach ein hoher Anteil dran ist und diese Branche eben auch viel am Kapitalmarkt agiert. Aber dass das so systematisch nachgewiesen werden konnte, das eine ist besser als das andere, das gibt es so nicht, wenngleich das den einen oder anderen vielleicht enttäuschen mag. Ja, und dann ist so ein bisschen die Frage Kosten. Also ist Nachhaltigkeit jetzt hier in dem Fall teurer? Gucken wir auf die aktive Seite. Wir haben also viele Angebote, weil es ein Trend ist, weil auch nachgefragt wird. Das haben wir ja, am Anfang auch gezeigt.
teurer als konventionelle aktive Angebote sind nachhaltige Investmentfonds nicht. Zumindest ist das auch ganz klar unser Anspruch, uns hier im Marktdurchschnitt zu bewegen. Wir gucken uns also an, wie ist so der Durchschnitt bei Aktienfonds, wo liegen wir da? Und da ist, wir sind, unser Anspruch ist es nicht, die günstigsten zu sein. Unser Anspruch ist, dass wir eine hohe Qualität liefern, aber unser Anspruch ist schon, dass wir im Marktdurchschnitt uns da auch bewegen können. Aber natürlich sind sie teurer als reine passive Angebote. Das ist auch ganz klar. Und bei den passiven Angeboten auch da, ich finde nachhaltige ETFs, ja, dann steht da eben ein SEG vor und dann ist es so ein bisschen so wie ja wie Ludwig in der Grafik auch gezeigt hat, da ist dann ein Filter, dann überlegt man sich ein bestimmtes Bepunktungssystem und dann schmeißt man da einen Teil raus und dann ist eben der Rest vom Indiz sozusagen investierbar und dem laufe ich dann hinterher. Das ist nicht der Ansatz, den wir fahren, das ist nicht das, was unseren Ansprüchen da an der Stelle genügt. Wir haben auch noch keinen so richtig guten für uns entdecken können. Aber das hängt natürlich auch immer mit der eigenen, ja, mit den eigenen Ansprüchen da zusammen, wie viel, was ich an Kriterien setzen möchte, was ich nicht setzen möchte. Das heißt, man muss ganz klar sagen, die gibt es und die sind da jetzt auch, können da auch preislich mit ETFs entsprechend mithalten, also mit konventionellen ETFs und da findet man auch eine ganze Hülle und Fülle, wenn man so möchte. Ich habe ja gerade schon mal erklärt, so von der finanztheoretischen Seite sind wir aber allein durch unseren Auswahlprozess nicht passiv, wenngleich unsere Investmentstrategie sehr, sehr ja, konservativ ist, weil wir langfristig begleiten. Wir gehen nicht rein und raus, um kurzen Gewinn zu machen, sondern die Idee ist, das Unternehmen zu finden, die wir langfristig begleiten möchten und von dem her, was sozusagen dann die Investmentphilosophie angeht, schon eher ein passiverer Ansatz und nicht so stark, ja, stark schwankend im Kauf und Verkauf. Und damit möchte ich eigentlich auch schließen und zurückgeben an Felix, guck so ein bisschen auf die Uhr, weil ich hoffe, du hast noch ein paar Fragen für uns, die wir jetzt entsprechend beantworten können. Und meine Frage wäre, soll ich damit dann auch die Teilung wieder beenden? Das werde ich übernehmen und Franziska, keine Sorge, ich habe einige Fragen. Kleinen Moment. Genau. Ich mache gerade kurz das Dokument auf. Es sind tatsächlich einige Fragen. Also erstmal vielen Dank für euren Vortrag. Ich fand das sehr spannend. Ich möchte dich einmal unterbrechen. Wir sind jetzt noch nicht im Präsentationsmodus, was du jetzt aufgerufen hast. Nicht im Präsentationsmodus. Nee. Dann muss ich gerade noch mal kurz schauen. Jetzt. Ja. Müsste es klappen. Okay, sorry dafür. Die Technik. So, genau. Kommen wir einfach direkt zu den Fragen. Genau, also ich glaube, einige der Fragen, die gestellt wurden, wurden vielleicht im Laufe des Vortrags auch schon zumindest teilweise beantwortet. Ich fange mal mit einer, ja, leicht fast schon provokanten Frage an, die ich aber sehr spannend finde. Es kam aus dem Publikum die Frage, welchen Sinn haben denn die Nachhaltigkeitskriterien der EU oder vielleicht auch generell eure Nachhaltigkeitskriterien, wenn zum Beispiel Atomkraft positiv, also grün, bewertet wird? Ich glaube, die Antwort ist schön für uns. Da positionieren wir uns nämlich auch sehr klar, weil wir finden, das hat nicht viel Sinn. Und das ist genau das, was ich gemeint habe mit, dass wir gesehen haben, dass hier politische Entscheidungen getroffen worden sind und eben nicht nachhaltigkeitswissenschaftliche Entscheidungen, ne, sondern man sieht ihm an, dass es ein politisches, regulatorisches Rahmenwerk ist. Für uns hat sich dadurch nicht verändert, dass in unseren Angeboten, die wir machen, nach wie vor weder Atomenergie noch auch Gas finanziert wird. Ne? Vielleicht okay, noch ja, als Ergänzung dazu, man muss sich einfach klar machen, grundsätzlich, dass Gesetzesvorhaben oder alles, was der Gesetzgeber macht,
zu 99,9% ein Kompromiss darstellt. Ja, und Kompromisse leben einfach auch davon, dass Kompromisse gemacht werden. Deshalb heißt es ja so. Das heißt, es kann nie so streng sein, wie man das in seiner Wunschvorstellung gerne hätte. Ja, und das ist bei allen Dingen so. Und das haben wir beim Thema Taxonomie jetzt exemplarisch nochmal gesehen. Und das ist natürlich schade, weil wir grundsätzlich dieser Thematik, dass der Gesetzgeber hier auch Rahmenbedingungen schafft, total positiv gegenüberstehen, weil wir glauben, die Wirtschaft wird es auf freiwilliger Basis nicht machen. Wenn es dann so verwässert wird, ist es schade. Alles klar, danke für diese klaren Worte. Ich gehe mal direkt weiter zur nächsten Frage. Die hat auch ein bisschen was mit dem Thema erneuerbare Energien zu tun. Das kam ja auch zur Sprache. Ab wann halten Sie denn Investments in grünen Wasserstoff für rentabel? Ihre Einschätzung, eure Einschätzung dazu? Soll ich mal, Franzi, oder? Ja. Okay, also grundsätzlich ist es halt so, dass man sich bei allen erneuerbaren Energien sozusagen erstmal auch angucken muss, was macht die Firma da und wie macht sie das, mit wem arbeitet sie zusammen. Und das ist beim grünen Wasserstoff nicht anders wie beim Windturbinenhersteller oder beim Photovoltaikanlagenhersteller, dass da einfach nicht nur sozusagen ersichtlich wird, okay, der macht was Nachhaltiges, sondern auch, wie macht er das, mit wem arbeitet er zusammen, wer sind die Zulieferer und die ganzen Rahmenbedingungen mit beachtet werden. Deshalb, also das Thema Wasserstoff ist sicherlich ein wahnsinniges Zukunftsthema, gar keine Frage. Aber nicht jedes Unternehmen ist automatisch für uns investierbar, nur weil Wasserstoff draufsteht und weil sich das Unternehmen mit diesem Thema beschäftigt. Also da haben wir noch einen höheren Anspruch und da gehören einfach viele Dinge mit dazu, die wir uns anschauen. Ich denke, das ist so ein bisschen bei diesem Prozess auch deutlich geworden. Hast du noch was ergänzen, Franzi? Ja, und gleichzeitig so jetzt den klaren Break-Even. Ab wann ist die Branche da jetzt rentabel? Den Blick in die Glaskugel, tut mir leid, den kann ich so nicht geben. Wir haben aber schon Unternehmen auch, die sich eben mit dem Thema Wasserstoff da beschäftigen, also, und entsprechend da auch positiv ja, vermerkt sind. Das ist natürlich jetzt viel auch noch im Bereich so Forschung und Entwicklung dann im Zweifel bei den Unternehmen. Okay. Vielen Dank. Jetzt kommt hier gerade noch eine Frage, die passt da ganz gut zu. Und zwar, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und zukunftsträchtige Dinge sind, sind bei dem derzeitigen Nachhaltigkeitshype die Zielassets nicht schon überteuert? Fragt jemand aus dem Publikum. Also ich glaube, oder? Lass ich dir den Vortritt, Franz. Du darfst gerne starten sonst. Also okay. Also man muss natürlich hingucken, ich sag mal, die Frage ist total berechtigt und kann ich total nachvollziehen. Wir haben das selber bei uns im Haus auch immer wieder gesehen. Es werden politische Rahmenbedingungen geschaffen, die manchmal auch dazu führen, dass solche Bereiche gehypt werden. Wir haben das 2019, 2020 sehr stark gesehen, dass diese Bereiche der Erneuerbaren, der Renewables sehr, sehr stark getrieben waren. Und das hat den gesamten Markt gepusht, das haben wir in unseren Fonds gemerkt, das haben wir in der Performance gemerkt. Und dann gab es aber auch das letzte Jahr und auch dieses Jahr, aber auch das letzte Jahr war halt einfach wieder, waren andere Themen wieder, die in den Vordergrund kamen. Das heißt also, man muss da natürlich hingucken und es wird immer Übertreibungen geben, aber diese Übertreibungen werden sich auch wieder korrigieren. Deshalb ist es wiederum wichtig, langfristig zu investieren. Weil dann kann ich auch, selbst wenn ich in einem übertriebenen Markt, in einem überhitzten Markt bin, das weiß ich ja vorher auch nicht. Ich weiß ja nicht, bricht der Markt danach zusammen? Gibt es Branchenrotationen, wie auch immer? Gibt es politische Entscheidungen, die Rahmenbedingungen verändern? Mhm. Davon sollte ich mich, das kann ich angucken, das sollte ich analysieren, aber mich nicht primär davon sozusagen beeinflussen lassen, sondern das große Ganze sehen. Und Übertreibung wird es immer geben. Okay. Ja, und ich würde ergänzen wollen, dass wir ja gleichzeitig zwei Faktoren noch haben. Das eine ist schon, was wir auch so ein bisschen ja versucht haben darzustellen, dass da nochmal viel von außen reinkommt, eben auch von, also gerade im Bereich jetzt der Energienfrage, ja. Das, ich sag mal, selbst wenn man das jetzt als Hype bezeichnen mag, sehen wir ja auch, wir werden als Gesellschaft nicht umhinkommen, erneuerbare Energien massiv auszubauen. Und das war immer schon die Haltung, die wir hatten. Da ist jetzt natürlich nochmal aus einer ganz anderen Rolle heraus der Fokus einfach drauf geworfen worden.
Und als zweites würde ich aber auch noch nicht unterschätzen, dass eben die Unternehmen, dass sich ja auch mehr und mehr Unternehmen wirklich da auf den Weg machen. Also die Frage, sag ich mal, wie stellen Unternehmen sich auf? Haben die eine Nachhaltigkeitsabteilung? Das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Das heißt, wir sehen im Zweifel einfach auch alte Unternehmen, die sich verändern oder neue Unternehmen, die eintreten, die da mit einem ganz anderen Anspruchsdenken auch reinkommen. Und von daher, ja, wächst da auch was nach. Also sprich, der Hype, der Nachhaltigkeitshype hat gerade erst begonnen, wenn überhaupt. Könnte man so sagen. Okay, jetzt kamen noch mehrere Fragen, die so ein bisschen auf eure, ja, auf eure Bewertungskriterien eingehen oder dass ihr da vielleicht noch was zu sagt. Und zwar, wie tief geht ihr denn bei der Beurteilung der Unternehmen? Also wie tief geht ihr da? Wie weit geht ihr zum Beispiel bei der Lieferkette zurück? Wie weit verfolgt ihr das? Besucht ihr auch Unternehmen vor Ort und guckt euch das an, wie da die Geschäftspraktiken sind, oder erfolgt das Prüfverfahren ausschließlich per Aktenlage? Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, dann würde ich diesmal starten. Wir gehen tief rein. Das heißt, das, was wir nutzen, auch andere, also andere Datenanbieter. Also wir sagen jetzt gar nicht, nachhaltige Scorings sind schlecht. Wir nutzen das als Datenquelle letztendlich, haben aber, und das ist auch das größte Team bei uns im Haus, die Köpfe ansonsten selber bei uns sitzen, die sich das nochmal angucken. Und die gucken sich ja eben alle diese genannten Kriterien an. Und damit ist aber auch gesagt, das ist immer auch ein Kompromiss. Das muss uns schon klar sein. Bei Unternehmen dieser Größenordnung, die sich am Kapitalmarkt finden, wird es zu jedem Unternehmen, also da bin ich felsenfest von überzeugt, irgendwas geben, was uns nicht gefällt, ja, also egal, ob wir das jetzt als GLS Investments machen oder ob man das jetzt persönlich einfach mal macht und so ein bisschen ja, recherchiert zu einem Unternehmen, irgendwas, was einem da nicht gefällt, wird man finden. Das heißt, was wir ja brauchen, ist aber ein gutes Gesamtbild von einem Unternehmen, und da steht eigentlich die größte Frage im Raum: Was tut das Unternehmen? Womit verdient es sein Geld? Und das ist jetzt eine sehr, sehr simple Frage, aber findet witzigerweise häufig am Markt gar nicht so die Beachtung, die es aus unserer Sicht haben müsste. Und auch witzigerweise ist das manchmal gar nicht so einfach rauszufinden. Und was wir ja dann machen, ist, dass wir dann so ein bisschen die Zahlenwelt auch verlassen wollen. Wir haben halt kein System, wo wir sagen, ja, mit 75 Punkten bist du drin, sondern wir haben dann den gesunden Menschenverstand in einer Debatte von 8 Menschen, die sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammensetzen und dann halt Abwägungsentscheidungen treffen, weil aus unserer Sicht sind das immer Abwägungsfragen. Wir haben selten klare, wirkliche Klarheit. Wir glauben auch nicht daran, dass man mit einem Punkt und dann ist es 80, dann ist es top. Dafür ist es nicht schwarz-weiß genug, wenn wir uns den Bereich Nachhaltigkeit angucken. Vielleicht als kurze Ergänzung dazu. Ja. Wir haben auch nicht den Anspruch und können den auch gar nicht haben, sozusagen alles aufzudecken, was es vielleicht gibt. Also auch uns können Dinge durchrutschen. Dafür machen wir aber alles transparent und geben unseren Kundinnen und Kunden ja auch die Instrumente mit Investitionsberichten, mit dem Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen an die Hand, um uns da auch zu überprüfen. Und das wird auch hin und wieder genutzt, dass Kunden tatsächlich auf uns zukommen und sagen, hey, sag mal, den habt ihr da drin? Also da habe ich dieses und jenes gehört. Wieso habt ihr den da drin? Und dann nehmen wir dazu auch Stellung. Und uns kann auch mal was durchrutschen. Also so ehrlich muss man auch sein. Okay, alles klar. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, aus Zeitgründen schließen wir jetzt die Fragerunde und kommen langsam zum Schluss. Zunächst auch nochmal vielen Dank an euch beide für die Antworten, für den Vortrag. Ich glaube, wir konnten heute viel zu dem Thema mitnehmen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie noch darauf hinweisen an dieser Stelle, dass das Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also jederzeit nochmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Infos, den erhalten Sie zeitnah von uns nochmal per E-Mail. Dort stehen dann auch Kontaktmöglichkeiten, falls Sie noch weitere Fragen zum Vortrag oder an die beiden ReferentInnen haben. Außerdem wird ein Aufzeichnungsartikel auf der Startseite von finanzen.net erscheinen. So, 18.59 Uhr kommen wir jetzt zum hoffentlich sehr kurzen Schlussfazit. Franziska, darf ich dich vielleicht noch um ein paar kurze abschließende Worte an unser Publikum bitten?
Ja, dann versuche ich es wirklich so kurz wie möglich. Ich hoffe natürlich, wir konnten einen guten Einblick geben in den Bereich nachhaltige Finanzen, nachhaltige Geldanlage, und dass jeder, der jetzt hier zugeguckt hat, für sich eine Idee entwickeln konnte, worauf kann man denn eigentlich achten und dahin dann vielleicht weitergehend sich in der nächsten Zeit damit beschäftigt, worauf möchte ich denn ganz persönlich bei meiner Geldanlage dann entsprechend achten. Super, vielen Dank. Ludwig, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ja, tatsächlich, weil das andere wäre zu einfach zu sagen, ich schließe mich an. Tatsächlich ist es so, also ich kann nur jeden von Ihnen, sage ich mal, empfehlen, wenn Sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, schauen Sie, dass Sie möglichst viele Informationen kriegen, schauen Sie, dass Sie möglichst viel Transparenz bekommen. Geben Sie sich nicht mit einer Teiltransparenz zufrieden. Ich bin der Meinung, bin überzeugt davon, je transparenter etwas ist, umso vertrauenswürdiger ist es auch. Und dann, sage ich mal, treffen Sie mit, wir haben es vorhin schon mal gesagt, mit gesundem Menschenverstand eine Entscheidung und die sollte dann auch langfristig sein. Das ist der zweite wichtige Punkt, die zweite wichtige Bitte. Und dass nachhaltige Investments sinnvoll sind, ich glaube, die Antwort haben wir heute gegeben. Danke. So ein gesunder Menschenverstand ist sie verkehrt. Ich glaube, damit, das sind schöne abschließende Worte. Vielen Dank Ihnen beiden, euch beiden nochmal, dass ihr heute das Webinar hier gehalten habt. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch an Sie nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie auf unserer Webseite finanzen.net vorbeischauen oder sich bei unserem Newsletter anmelden, den Link habe ich gerade auf der Folie Ihnen nochmal aufgelegt, dann verpassen Sie auch unsere anderen Webinare nicht mehr. Damit verabschiede ich mich für heute Abend von Ihnen. Bleiben Sie anständig, schönen Abend und tschüss.